Hey, ihr Freunde, wie geht's euch? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Bulli und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal Ark Survival Evolved. Und diese Staffel soll den wunderbaren und ich finde auch sehr passenden Namen Low-Tech Survival tragen. Und zwar, der Name ist Programm. Ich habe mir nämlich die Low-Tech-Mod runtergeladen, schon vor Ewigkeiten. Also ich spiele die auch ganz gerne. Das heißt, es wird keine modernen Engramme geben, keine Turrets oder Maschinengewehre oder so ein Kram. Ich glaube, das Modernste, was hier gibt, ist eine Flinte. Das ist quasi so ein bisschen back to the roots, sage ich mal. Von den Einstellungen her ist so, also wenn ich skille, so kriege ich das anderthalbfache. Also gar nicht mal so krass viel mehr. Ich habe keine Stack-Mod drauf. Das heißt, auch meine Traglast wird sich natürlich auch nur mit 15 Kilo statt mit 10 Kilo erweitern. Und so weiter und so fort. Und ich werde mir auch tatsächlich vornehmen, das wird praktisch ein ganz wichtiger Aspekt hier auch sein, und zwar nur Pflanzenfresser zu zähmen. Das heißt, keine Fleischfresser wie T-Rex oder Kano oder sowas, sondern wirklich nur Pflanzenfresser. Und das Ganze machen wir hier auf der Island-Insel, also auf der Standard-Map praktisch. Aber die kenne ich halt ganz gut, da kann ich das natürlich dann wunderbar durchführen. So. Begeben wir uns auf die Insel. Ein lauschiges Plätzchen. Ein Dodo mit Partyhut. Aha. So, dann müssen wir natürlich gleich beginnen. Erntemäßig, also ne, farming-technisch, bewegt sich das Ganze so im... Puh, ich glaube, ich krieg's Doppelte, wie normal. Ne, damit es nicht allzu lange dauert. Level-mäßig ist übrigens alles auf Standard. Dann muss ich erstmal ganz kurz. Ne, also ich krieg da jetzt nicht... Oh, diese Dodos sind ja anstrengend, ne? Also ich kriege da jetzt nicht so unfassbar viel mehr, aber schon so ein kleines bisschen. Dann machen wir ein bisschen was auf Gesundheit, man weiß ja nie. Wie ihr seht, so ein paar Mods habe ich auch schon runtergeladen hierfür. So, was brauche ich denn dafür noch? Stroh. Hopp. Gib mir Stroh! So. Um das Ganze dann insgesamt auch noch ein bisschen interessanter zu gestalten. So, die Spitzhacke. Im späteren Verlauf wird es dann auch so sein, dass wir regelmäßig hier Besuch von Dino-Horden bekommen. Aber wie gesagt, das wird erst später passieren. So. Feuerstein haben wir auch. Wir bauen uns auch mal eine Fackel, Leute. Weil eine Fackel ist eigentlich für einen Kampf auch ganz interessant. Also gegen Dinos. Das Ganze hier findet ja im Singleplayer statt. Aber damit kann man halt auch schon mal ein bisschen was machen. Ne, wenn so ein Dino brennt, das findet er auch nicht so witzig. So, damit wir hier ein bisschen schneller werden. Ein bisschen Nahkampfschaden. Speere. Ein bisschen Klamotten. So. Wenn wir Nahkampfschaden skillen, dann ernt man natürlich auch etwas schneller als normal. Na komm schon. Perfekt. So, jetzt brauchen wir noch Holz und Stroh. Müssen wir hier versuchen, dann mal auf Holz zu kommen. Wunderschön. So, was habe ich hier eigentlich alles so an Mods? Was ist das denn? Dino Farm Mode. Aha. Interessant. So, Klamotte, Klamotte, Klamotte. So, gucken wir uns mal um. Solange, das ist immer so, ich sag mal, gutes Erkennungsmerkmal, solange die Dodos alle friedlich sind, müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Erst wenn die Dodos weglaufen, dann wissen wir, hier ist irgendwas in der Nähe, was uns fressen könnte. So, gerade jetzt am Anfang sind wir natürlich noch sehr verwundbar. Wir haben keine Ahnung, was in den Wäldern vom Ark lauert. Wir wissen nur, dass hier etwas lauert. Aber wir wissen nicht, was.
Okay, da ist ein Lystrosaurus. Der lauert hier in den Wäldern. Böser Lystrosaurus. So. Ja, die fahren wir auch noch schnell ab. So, dann können wir uns jetzt nämlich hier schön Speere herstellen. Ja, 8 Stück, das hört sich doch schon mal gut an. Eine Hose, dann hätte ich gerne eine Jacke und eine Mütze. Sehr schön. Ja, wir gehen noch mal ein bisschen auf Nahkampfschaden. So, da sind noch mehr Dodos. Stirb! Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Dodos aus Ice Age. Schützt die Lebensweise der Dodos! Wie war das? Das Überleben unterscheidet den Dodo von den gewöhnlichen Tieren oder so ähnlich? Habe ich meine Speere wieder? Ich habe nur 2 Speere wieder bekommen, du Arsch. So, hier war irgendwo noch... Da ist noch einer. Komm zu Papa. Genau, dann siehst du dein Ende nicht, wenn es in den Hinterkopf geht. Das hast du gut gemacht, kleiner Dodo. So. Ah, Torte? Aha. Kenn ja noch gar nicht. So. Irgendwie. Ah, okay, da hat das wohl. Scheinbar hatte die Einstellung nicht richtig übernommen. Naja, beim nächsten Mal dann. Irgendwie kriege ich da noch zu viel raus. Ist jetzt an sich nicht. Also zu viel Gewicht hier, ne? Ist jetzt an sich nicht mega schlimm, aber. Sollte schon die Einstellung übernehmen, wenn ich das so mache. Das hat ja seinen Grund. So. Wir haben jetzt hier 12 Uhr tagsüber, ne? Ich habe immer übrigens auch gerne mal das Hut an. Schon allein wegen des Fadenkreuzes. Das ist eigentlich mal ganz praktisch. So, jetzt müssen wir uns hier nochmal eine schöne Stelle irgendwie gleich suchen. Weil wir jetzt schon mal anfangen könnten, eine kleine Hütte uns hinzustellen. Das ist natürlich... Was soll ich hier laufen? Geh, geh. Ach so, okay. Muss mal ganz kurz hier was einstellen. Eine Tastatur. Da. Zack. Und zack. Anwenden, speichern, fortsetzen. So, zeige ich hier nämlich diesen Orbit-Kamera. Finde ich immer sehr praktisch. Gut, hier auf dem Hügel werden wir unser kleines Basiscamp errichten. Sehr schön. Ja, doch, der Hügel ist, glaube ich, gut geeignet dafür. So, wir haben ja schon ein paar Punkte hier noch, die wir investieren können. Dann machen wir mal eine Kiste. Fundament. Ja, wie gut, wir müssen eh alle Fundamente lernen. Das hilft ja eh nichts. So. Bau mir mal 2 Kisten und dann, ja, komm. Hauen wir mal ein paar Fundamente raus. So, in der Zeit können wir noch schön Pflanzenfasern farmen. Ah, wunderbar. Ich liebe dieses Spiel, Leute. Ich liebe dieses Spiel. So, wir gehen noch ein bisschen auf Gewicht. Oh, das ist nice. Das passt sich eigentlich ganz gut, finde ich. Regen ist immer gut. So, Fundamente. Bauen wir jetzt mal so, dass das... Obwohl, die Hütte muss ja nicht groß sein. Ich überlege gerade. Vielleicht lieber doch nicht so direkt auf den Hügel. Haben wir hier so ans Wasser. Was ist das denn da? Da tote Viecher im Wasser oder was? Ich glaube, es ist tot, ja. So, glatt mal hin. Gleich mal hin und gucken. Kann man ja noch was abgreifen von den toten Viechern da. So. Gleich mal von Anfang an richtig sortieren. Alles, was irgendwie verderblich ist oder ne, so Samen und so, also Saatgut und sowas, kommt da rein. So. Also Baumaterialien kommt erstmal hier so rein. Okay,
Okay, der Kuchen. Keine Ahnung, wofür dieser komische Kuchen da ist. Leute. Muss ich natürlich schauen und aufpassen. Aber ich glaube, hier im Flachwasser gibt es keine Haie. Könnte es höchstens mal einen Rochen geben oder sowas. Oh, so viel zum Thema Haie. Okay, ich muss das jetzt aber... Ich riskiere das jetzt aber trotzdem mal. Schau, vielleicht... Ah, sehr gut, ich habe Glück. Ach, da kriege ich nur Fleisch von. Okay. Was heißt nur, ist auch gut, ne? Jetzt muss ich natürlich schauen. Ist das ein Hai? Bitte lass es kein Hai sein. Bitte lass es kein Hai sein. Das ist ein Delfin. Sehr gut. So, da muss ich jetzt natürlich einmal Anlauf nehmen. Yippie-yay! Jetzt schauen wir uns hier mit der Orbit-Kamera mal um. Okay, die Haie haben uns nicht bemerkt. Wunderschön. So, das ist doch toll. Sind wir hier eigentlich auch relativ entspannt hier mit ordentlich Fleisch lang gekommen. Oh, falsche Truhe. Das nehme ich mal wieder an mich. Ja, das jetzt vielleicht nicht hier, die drei Sachen. So. Noch sieht hier ja alles friedlich aus. Oh, so ein scheiß Klauvogel. Eigentlich hatte ich die ja ausgeschaltet. Aber irgendwie kommen die doch. Wahrscheinlich in der falschen Datei gemacht. Ah, nice. Stimmt, hier gibt es ja diese sag schon, die Notes hier. Das ist natürlich mega. So, das gibt auf jeden Fall erstmal Level-Ups. Und noch einmal auf Gewicht. Perfekt. So. Das da, das da, das, 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 das. Oh, schon wieder Level Up. Das ist geil. Oh, nice. Wir können direkt auf Holz gehen, Leute. Das ist ja mega. Ein bisschen Nahkampfschaden. Oh, das ist ja nice, ey. Dann spare ich mir diese ganze Strohhüttengeschichte hier total. Das finde ich gut. So, mit diesem kleinen Buff leveln wir jetzt natürlich unheimlich schnell. Wie ihr da rechts außen sehen könnt an diesem Pfeil, der da voll läuft. Hammer. So, ich muss jetzt natürlich ein bisschen beeilen, weil ich will natürlich auch das ausnutzen, dass ich jetzt schneller levele. Hoppla. So, Fundamente. 4 Stück nur, warum? Ah, mir fehlen wahrscheinlich Fasern. So, Stroh habe ich mir jetzt auch mal gegönnt, eine Ladung. Ein Dodo. Pflanzenfaser. Ah, hier, komm her. So. Dodos immer schön mit der Axt abbauen, Freunde. Dann kriegt er nämlich das meiste an Leder raus. Sehr schön. Wie viel kann ich noch? 2. Ah, da fehlt jetzt natürlich dann wieder das Holz. Na komm schon. So, farmen, 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 farmen. Ja, ich weiß, ich habe ein Level Up. Muss ich auch gleich noch verteilen. So, 7 Level. Ach du Scheibenkleister. Da gibt es hier nochmal. Alter. Jetzt rennt es hier aber, wa? Rampe, ja, die schrägen. Barrikade, Schrägdach, Fenster. Da kann ja schon fast hier auf Lederklamotte gehen, ey, geil. Nice, wie viele Punkte hab? 56 Punkte. Ist nicht wahr. Zement, ja, jetzt kann ich natürlich erstmal hier fett lernen, ne? Oh, hier, Bogen, Pfeil und Bogen, das ist so wichtig. Also mal gucken, mal gucken, mal gucken.
Torch Arrow, also Brandpfeil. Also ein Fackelpfeil. Brunnen brauche ich nicht. Das wäre auf jeden Fall gut hier. Futtertrog brauche ich erstmal nicht. Hier so ein Dino-Gate nehme ich noch. Perfekt. Ja, haben wir auf jeden Fall schon einiges gelernt hier. Dann können wir ja bald schon auf Metall gehen. Das ist ja geil. So, Freunde, ihr müsst halt, wie gesagt, ne, leveln ist Standard hier. Also ich habe da nichts hochgedreht. XP-Multiplikator und so weiter, das ist alles auf 1. Das macht jetzt hier die Explorer-Note, die wir da haben. Ja, das ist natürlich der Hammer hier. Wie gesagt, dieser Vogel da, der geht mir doch ein bisschen auf den Nerven. Was ich denn da? Feuerstein. War ich da meine... Jau, der ist genau bei meiner Hütte, der Arsch. So, das kommt mal auf die 4. Machen wir uns mal ein paar Pfeile. So, und dann klaut der blöde Vogel mein Bogen. Das wäre der Hammer. So, oh, eine Bola wäre auf jeden Fall auch gut. Bumerang brauche ich nicht. Ein kleines Beet sollten wir auch machen. Also ja schon zwei von diesen Klauvögeln. Ey, das gibt's doch nicht. Hoppla. Das gibt's doch nicht. Der hat sogar einen Fisch, der eine von denen. So, jetzt müssen wir natürlich versuchen, diese Vögel hier vom Himmel zu schießen. Im Optimalfall, ohne dass die uns was tun. Oh, das war knapp. Das war knapp. Blöd ist, dass sie halt nicht so nah dran sind. Aber für meinen Geschmack noch zu nah. Natürlich. Das war aber... Ach, die können nicht weit daneben gehen. Yes. Alter, Arsch. Der hat echt mal Bogen geklaut. Der, ich wusste es, Leute. Ich hab's gewusst, dass der mir den Bogen zieht, ey. Mistvieh, du hässliches. So. Dann holen wir uns den anderen auch gleich noch. Wenn ich es schaffe. Naja. So. Ob ich es auf Gewicht. Ja, gut, solange der jetzt da hinten rumtingelt, ist mir das eigentlich fast schon egal. 6 Fundamente, das reicht natürlich noch lange nicht. Brauche ich noch ein paar mehr. Oh, hier, wir können schon mal Ausrüstung herstellen. Sehr gut. So, laufen wir schon mal wegs in Leder rum, Freunde. Ach stimmt, man kann ja auch so ein bisschen reinzoomen. Willst du einen Vogel haben? Rechnen seine Flugbahn irgendwie sehr falsch, habe ich das Gefühl. Oh. Pfeile habe ich noch 9. Er kommt halt jetzt immer näher, ne? Das ist jetzt natürlich dann lästig. Okay, jetzt passt eigentlich nur die Höhe nicht, ne? Das Timing passt eigentlich ganz gut. Okay, jetzt muss ich aufhören zu schießen, weil ich jetzt keine Pfeile mehr habe. Was fehlt mir denn für neue Pfeile? Feuerstein. Junge, Junge. Diese Mistviecher, also, dass die eingebaut haben, das hätten sie auch sparen können. Also normal, ich kenne das auch nicht anders, so die Leute, die rausnehmen eigentlich aus von ihren Servern und so. Also ich kenne keinen, der die Viecher toll findet. Jo. So was doch normal. Genau, komm auf mich zu, du Arsch.
in der Pfeilemanufaktur tätig. Oh, das war knapp. Ey, das gibt's doch nicht. Geht doch. Alter. Jetzt geht mir echt dieses Scheißding kaputt. Ah! Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich den tatsächlich mit dem Speer erwische, ey. Nice. Aber das ist natürlich jetzt ätzend, ne? Dass dieser scheiß Bogen dann kaputt geht. Genau in dem Moment, wo man es braucht. Ey, Hammer. So, wir wollen aber schnell Fasern farmen. Okay, jetzt haben wir genug Fasern zumindest schon mal, um den Bogen zu reparieren. Aber die Sachen gehen natürlich am Anfang noch wahnsinnig schnell kaputt, Leute. So, immerhin ist der lästige Klauvogel jetzt weg. Jetzt können wir hier ganz entspannt unserer Arbeit nachgehen. So, das können wir hier mal droppen, den Kram. Das brauchen wir alles hier nicht. Zack. Jetzt muss er erstmal hier Fasern. Fasern farmen. Ganz viele Fasern. Ist auch geil, ne? Alles gibt's so, ne? Steinaxt und Steinspitzhacke und so. Aber eine Steinsichel mal. Das gibt's nicht. Finde ich sehr schade. Level up! Gut, hier kommt man ja gut an Fasern ran. Ne? Muss auch mal schauen, kann ich eine Bola herstellen? Ich sollte mal ein paar Bolas herstellen. Also 4 Stück, das glaube ich schon nicht verkehrt. Falls ja doch mal so ein Raptor oder was um die Ecke gehüpft kommt, dass ich dann ein paar Bolas habe. Sehr schön. Ich glaube, aktuell muss ich mir dann noch keine großen Sorgen drüber machen. So, was fehlt? Stroh fehlt. Und ich sehe gerade, die Hacke ist auch gleich durch. Sprach's und da gingen sie kaputt. So. Ja, wunderbar. Können wir zu den 6 Fundamenten, die wir schon hatten, nochmal 6 hinzubauen. Das ist doch wunderschön. Wie gerne würde ich jetzt wirklich an einem Palmenstrand liegen, aber ohne Dinos. Also, so toll ich Dinosaurier auch finde, ja, schon von klein auf, aber ich glaube, ich müsste sie nicht in meiner Nähe haben. Weiß ich, wenn da morgens auf einmal so ein Bronto seinen Kopf durchs Fenster streckt oder so, mal Hallo sagt. Müsste ich nicht haben. So. Machen wir aber ein bisschen Nahkampfschaden. Ich habe jetzt bewusst noch keine Updates weiter verteilt. Das kommt aber gleich noch. Tü-tü-tü. Hält aber nicht. Ah, es geht schön schnell. Da merkt man halt, ne? Also, Nahkampfschaden skillen lohnt sich. Das lohnt sich echt. Wie einfach mal dieser Wolfshut hier, ne? Viel zu groß für meine schmalen Schultern ist. So. Wollen ja auch ein bisschen schön bauen hier, ne? Noch ein paar Fundamente mehr. Ich habe mir gerade überlegt, ich baue doch nochmal einen ganz kleinen Tucken anders. Das heißt anders, eigentlich genauso wie eben auch, nur größer. Hier müssen wir ja keine Angst vor Spielerbeschuss und sowas haben. Von daher, so, wir haben kaum noch Faser, wir haben nur noch wenig Stroh. Gut, geht das Holz aus.
immer feste drauf. Timber! Timber! Na komm, hack's weg. Dankeschön. Ja, manchmal muss man ein bisschen mit der First Person oder mit der Third Person hier ein bisschen rumspielen. So, kann ich in der Zeit hier noch die Fasern abgrasen hier. Dankeschön. Deine Primitiv-Steinaxt ist repariert. Das ist doch sehr schön. Muss er bald mal loslegen hier, Metall ranholen. Könnte ich bald schon eine Schmelze bauen. Ich glaube, so ganz bisschen Metall habe ich sogar schon im Inventar, wa? Also 4. Okay, das ist wirklich nur ein bisschen. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit kann ruhig ein bisschen was drauf. So, wo sind wir denn jetzt hier mittlerweile? Brunnen brauche ich nicht. Ich lebe hier am Wasser. Fundament aus Stein. Na gut, das ist natürlich nice, ne? Zack. Zack. Item-Kollektor. Aha, okay. Oh, Fallschirm. Ganz wichtig. Nice, wir können ja schon aus Stein dann die Sachen bauen. Das ist natürlich auch cool. 3x3 Foundation. Aha. Ist eigentlich auch cool. Können wir uns eine kleine Werkstatt von machen. So. 25 Punkte habe ich noch. Meatspoiler. Ja, doch, nehmen wir einen Meatspoiler und Zaunfundament. Clay Pit. Weiß gar nicht, brauche ich das? Gute Frage, nächste Frage. Schon irgendwie eine Rüstung, irgendwas? Ne, die Chitinrüstung kommt erst später, ne? Ah, hier! Ne, das ist keine Chitinrüstung, Leute. Das ist, glaube ich, die aus Holz. Hier gibt es ja die aus Holz. So. Achso, ich kann das schräge Dach noch lernen. Ist auch doof, dass man hier mal so runterscrollen muss. So. Das Schöne ist, wir brauchen jetzt kein Holz mehr. Also keine Faser mehr. Holz ja, aber keine Fasern. Das Blöde ist, wir brauchen jetzt Steine. Und nicht zu knapp. Was habe ich denn alles im Inventar? Da muss ich erstmal was ablegen gehen. Maximale Geschwindigkeit. Eigentlich, ich sehe gerade, ich bin ja hier bei der Pflanzenfresserinsel. Das ist gar nicht so blöd. Habe ich... Ah, ich habe das Floß noch nicht gelernt. Ah, das ist natürlich doof. Beziehungsweise das Raft. Was brauche ich denn da für Punkte? Wo ist denn das? Da. Wooden Boat. 125 Fasern, 250 Holz, 75 Leder. Na, das ist ja nichts Besonderes. Dann werde ich das beim nächsten Level Up mal lernen. So. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kommt da, das auch, das auch, das auch. Wie viele Beeren ich einfach mal habe, ne? Moment, die Steine brauche ich. Das, das, das. So, haben wir. Um 900 Holz. So. Zuerst mal Steine gefarmt. Das ist ein Carbonem, ist eine Schildkröte. Oh, ich brauche unbedingt Metallwerkzeug. Auf der Insel gibt es Gott sei Dank Metall. Gut, dass man ja ab und zu mal ein bisschen Metall mit rauskriegt. Sehr angenehm. So, wir sind schon erschöpft. So, ein bisschen aufpassen, sonst fallen wir gleich um. Ist ja auch zum Abbauen, nee, ne? So. Ein paar Beeren futtern. So, ganz wichtig, die weißen nicht unbedingt, weil die geben uns zwar wieder Energie, aber
die ziehen uns auch ordentlich Wasser, was jetzt hier am Strand nicht so schlimm wäre, aber ich glaube, die geben uns nicht wirklich Nahrung. Und die Schwarzen nicht essen, weil dann fällt man nämlich erstmal in Ohnmacht. So, die Steinchen nehmen wir hier mit. Alle hopp. Jo. Mit O. Können wir doch hier mal ein paar Steinfundamente herstellen. 4 Stück. Ganze 4 Stück. Das Gute ist, Freunde, wenn wir das hier so hinbauen, wir kriegen die Ressourcen, also einen Teil der Ressourcen wieder. Die wir für den Bau der Holzfundamente eingesetzt haben. Steinfundamente halten natürlich auch deutlich länger. Jetzt wird es gleich erstmal dunkel. Ganz froh, dass hier noch kein Raubsaurier vorbeigekommen ist. Na, ganz toll. Nahkampfschaden. So, jetzt will ich natürlich das Boot. Da ist es. So. Jetzt bauen wir das. Ich lasse die Punkte jetzt erstmal noch übrig. Die Frage ist halt auch, kommen wir überhaupt darüber? Weil es gibt ja so einen ekelhaften Fisch, der uns ganz gerne unser Boot zerlegen würde. So, was brauche ich noch? Leder brauche ich noch und Fasern. Okay. Okay, Leder und Fasern. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Fasern schon mal gar nicht. Die finden wir hier überall. Leder. Ja, hau ich die Carbonemis weg, oder? Ich habe noch 25 Pfeile. Ich könnte auch einfach den Dodo da umhauen. Hallo. Und tschüss. Huch. Daneben. Unfassbar. Na toll. Ich will keine verfluchten Tortenstücke. Ich will Leder haben. Das trifft sich aber gut. Welches Level hast du? Oh, 64. Der braucht ein bisschen, bis er stirbt. Der hat Level 20. Der geht schneller drauf. Das Doofe ist, wenn die das mitkriegen, dass ein Verwandter von denen stirbt, dann hauen die Viecher ab. Ich will beide haben. Nach Möglichkeit. Sehr gut. So, Chitin. Ein paar Perlen, ein bisschen Öl. Nice. Jetzt ein Feuerchen hier an den Baum anmachen, dann gibt es ein schönes... schönes Festmahl hier. Gegrillter Trilobit. Oh, ich dunkel. Na, geht aber noch. Ja, trotzdem mal eine Fackel am Arm. Das ist das Schöne bei Ark, dass die Dunkelheit gar nicht so krass dunkel ist. Können jetzt noch Gamma einstellen hier, ne, aber das... Dann wäre das Feeling, glaube ich, ziemlich kaputt. So. Er hat Hunger. Das kann ich nachempfinden, ich auch. So. Habe ich genug Steine für ein Lagerfeuer? Tatsache, ich kann sogar 2 bauen. Wuhu! Ah, guck mal, Leute, wir werden jetzt Kapitän hier. Das ist ein großes Ding auch, ne? Hammer. Dass ich nicht essen kann, das ist auch doof irgendwie. So, zack. Dann die beiden Feuerstellen. Machen wir die mal hin. Ja, die machen wir hier so. Eine da. Da. Das sieht auch gar nicht mal so doof aus. Da kriegt ihr beide ein bisschen davon, ein bisschen davon. So. Die Frage ist jetzt halt, ob hier so ein ekelhafter Zerstörerfisch in der Nähe ist. Wenn ja, haben wir ein Problem. Wenn nicht, können wir durchfahren. Bis zur Insel. Da will ich nämlich hin. Das Boot ist aber fliegend. Alter. Ist aber schnell. Aha, ist ja wie ein Motorboot, wa? Da ist nämlich, da ist so ein Zerstörerfisch.
Ha, du warst so langsam, Zerstörerfisch. Hoffe ich zumindest. Ich überlege gerade, ich sollte vielleicht in die Bucht fahren. Wo hier ist es gut. So, mal schauen. Guten Hunger, Kleiner. So, die Kohle wollte ich eigentlich nicht auf... Ach, Mann. Die Kohle wollte ich eigentlich nicht aufnehmen, aber... Ist halt jetzt so. So, ein bisschen Holz könnte ich noch gebrauchen. Ja, sorry, Freunde, jetzt ist mal kurz ein bisschen dunkel. Das Schöne ist halt, hier auf der Insel gibt es keine Raubtiere. Das ist ganz, eigentlich ganz nice. Da kann man immer ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Obwohl, Moment. Nein, jetzt ist egal. Ich kann doch bestimmt schon Schränke herstellen. Schrank, da haben wir ihn doch. Kann ich den jetzt auch noch herstellen oder reicht es dafür nicht mehr? Oh, eine Räucherkammer, das ist nice. Die können wir mal bauen. Wo ist denn jetzt der Bauplan? Schrank, da. Schrank, 50 Holz. Huch. Ja, Wahnsinn. So, so ein Schrank ist natürlich was Feines. So. Ach, Mann. Ich habe so lange kein Ark mehr gespielt, Leute. Muss ja erstmal wieder mit zurechtkommen. Der Steuerung. So. Schön können wir den ganzen Kladderadatsch. Na gut, das können wir ja auch mal. Ach, Moment, geht auch so. Oh, Alter. So, glaube ich. Bin ich ein Noob? So. Können wir diesen ganzen Quatsch, den wir jetzt hier haben, können wir nicht alles hier lassen? Achso, der Kollege hat irgendwie Hunger, ne? So. Durst haben wir auch. Gehen wir einmal kurz tauchen, dann geht das Wasser direkt wieder hoch. Wir dürfen nur nicht zu lange tauchen, weil hier vorne, weiß ich, sind nämlich auch am Ufer Haie. Diese kleinen Mistviecher gibt es überall. So, habe ich noch ein bisschen Leder? Oh, 9 Leder, das reicht nicht, ne? Nee. Okay. So, die esse ich mal hier, die Beeren. Das kann hier rein. Das kann hier rein. So, dann gehe ich jetzt nämlich mal Metall farmen. Wie spät haben wir es eigentlich? Oh, 0.06 Uhr, da wird es ja bald wieder hell. Hä? Was machst du denn da? Achso, falsche Taste. Wie gesagt, hier müssen wir uns keinen Kopf machen, da passiert uns nichts. Aber ich bin auf der falschen Seite. Merke ich gerade. Das ist wirklich Quatsch hier. Muss jetzt nur zusehen, dass ich am Ufer bleibe. Dieser bescheuerte Fisch uns hier nicht hinterherkommt. Wie gesagt, dieser Fisch, das ist so ein Bootezerstörer, der kann Boote nicht leiden. Sobald der Boote sieht, wird er sofort aggro. Aber eigentlich im Flachwasser kommen die nicht hinterher. Betonung liegt auf eigentlich. So, hier ist doch gut. Jawohl, hier ist besser. Hier habe ich nämlich auch das Metall, was ich brauche. So, da haben wir es doch. Na, da haben wir es doch. Oh, ist aber duster hier. Level up. Nahkampfschaden. Aber ich nehme gleich mal ein bisschen mehr Metall mit. Eine Werkbank wäre jetzt natürlich nice, ne? Und eine Schmelze und so. Aber ich habe leider nicht genug Leder. Welches Level bin ich überhaupt? 31? Kann ich das Ding hier schon aufmachen? Er kommt gerade runter. Komm zu Papa! Versorgungskiste 100 von 100 und... Ich glaube 35. Nee! Ich kann es aufmachen.
Ja, toll. Bauplan für eine Werkbank. Den brauche ich natürlich. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwie einen kleineren Pflanzenfresser erwischen. Ja, perfekt. Genau so einen wollte ich haben. Dieses Level hast du, Pumpe. 16, das ist gut. So. Ah, hier nehmen wir ja, die Fackel. Burn, Baby, burn! Nice. So. Holz und Feuerstein brauche ich dafür. Holz? Ach, ich brauche sowieso Holz. Feuerstein? Ich glaube, da oben war... Ne, das ist kein Stein, den man abbauen kann. Ja, sorry, Leute, dass es gerade dunkel ist. Ich weiß. Ich mache gleich wieder Licht an. So, jetzt... Es gibt gleich wieder Licht, Freunde. Alles gut. So, guck mal, jetzt gibt's auch wieder Licht. So eine Helmlampe wäre eigentlich mal was Schönes, ne? So, was brauche ich denn jetzt für eine Werkbank? Habe ich das schon zusammen? Ah, das war die Ausdauer, okay. Wo ist denn die Werkbank? Hä, die habe ich doch gelernt. Das. Da fehlen mir noch Fasern und Steine, okay. Steine, das sind Steine. Spät haben wir es. 1.52 Uhr. Ja, es wird bald wieder Tag. So, und Fasern. Kann ich die währenddessen farmen? Yes. Aber warum kann ich keine Werkbank bauen? Ich habe das doch gelernt. Könnte ich noch eine? Nee, da brauche ich mehr Leder für. Ich habe das doch gelernt. Bin ich blöd? Habe ich nicht gelernt? Wo ist sie denn? Ich dachte eigentlich... Doch, ich habe die Smithy habe ich gelernt. Aber warum kann ich die nicht herstellen? Aha. Die normale Werkbank gibt es nicht, ne? Nee. Okay. Ach doch, da ist er doch. Ich Idiot. Okay, so viel dazu. Kann ich nicht die Fackel auf den Boden werfen? Bei manchen Spielen geht das ja. Okay, bei dem Spiel geht das nicht. Schade. Gut, dann muss ich jetzt mal ganz kurz im Dunkeln weitergehen. Hier guckt ihr mal diese geilen Schilder an, ey Leute. Hammer. So. Zack. Ist ja auch weniger eigentlich ein Schiff und mehr eine Produktionsstätte hier. Ah, Gott. Gibt's doch nicht. So. Jetzt können wir nämlich das Metall reinschmeißen. Feuer entzünden. So, was brauchen wir jetzt noch für die Werkbank? Nur noch die Metallbank. Ja, müssen wir jetzt nur noch warten. So, was braucht ich jetzt genau? Vielleicht reicht es ja. 20 Leder, das ist gut. Ich glaube, das ist sehr gut. 15, das passt wunderbar. Kann sein, dass jetzt ein paar Steine fehlen. Ja, fehlen jetzt ein paar Steine, aber es ist egal. Stellen wir das Ding doch mal. Ach, stellen wir hier zwischen. So. Können wir hier nämlich gleich aus Feuerstein und Stein Zündpulver herstellen. Da können wir nämlich unsere Räucherkammer da in Betrieb nehmen. Ich mal überlege, das geht jetzt schon ordentlich schnell, weil ich ja Nahkampfschaden geskillt habe. Wie schnell geht das dann gleich mit dem Metallwerkzeug? Das wird natürlich richtig geil. Ja, sorry Freunde, dass ihr gerade nicht viel seht. Das tut mir leid. Wie gesagt, ich möchte halt auch echt kein Gamma anmachen, weil das macht so viel von vom Feeling hier kaputt, finde ich. Mach dafür extra hier ein bisschen Feuer an. Ich feuer euch an, sozusagen.
So. Zack. Können wir hier Gunpowder herstellen. Ich muss das lernen, um es herzustellen. Okay, das ergibt Sinn. Lernen, lernen, lernen. Charcoal Pile, ja, den werde ich wahrscheinlich später brauchen. Bom, 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 bom. Ja, das passt erstmal. Sehr schön. So, das bisschen nehme ich mir jetzt erstmal schon mal. So, das ist jetzt schon mal eingeschaltet. Jetzt können wir nämlich alles, was hier verderblich ist, da reinschmeißen. Jetzt muss auch noch ein bisschen Holz farmen gehen. Zum Glück können wir das hier in der Nähe unseres Bootes tun. Apropos farmen. Jetzt müsste doch eigentlich schon mal so langsam... Ha, ist genug Eisen da. Sehr gut. Nice. Freunde, jetzt gibt's gleich Metallwerkzeug. Haha. So, das Ding bauen wir hier irgendwie dahin. Oh, ist das schön. Zack, zack. Jetzt müssten wir eigentlich... Ach, hier ist schon... Hier steht schon alles. Okay. So, Metallspitzhacke. Ach, das ist das hier. Leder. Och, nö. Freunde, das kann jetzt nicht sein. Puh, Schwein. Ein bisschen Leder habe ich. Es wird wieder hell. Es wird wieder hell. Ich seh ein Schimmern am Horizont. So, hierfür fehlt mir natürlich jetzt ein bisschen Leder und auch Metallbarren. Das ist aber nicht so schlimm. Jo. Wir haben unser erstes Metallwerkzeug. Yeah. Hu, hu, hu. Kommt das Ding jetzt weg. So, wir haben den ersten Tag heil überstanden. Wir sind nicht gestorben, Freunde. Wir haben unser erstes Metallwerkzeug. Guck mal, damit können wir jetzt richtig schön Metall farmen hier. Wie ein Blöder. Und in der nächsten Folge geht's dann auch weiter mit unserem kleinen Low-Tech-Survival. Wenn es euch gefallen hat, nein, anders. Ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Das ist ganz wichtig. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Low-Tech Survival. Und vor allem ganz wichtig, dann endlich auch hier mit Metallwerkzeug. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir das jetzt haben. Ich brauche noch mehr Holz, sehe ich gerade. Feuerstein. Seht ihr, genau deswegen brauche ich Metallwerkzeug. Also Freunde, bis zur nächsten Folge. Haut rein, macht's gut.